to be fading into another world to be another place, because this is too horrible, like in hell to me, this world is only what you want. Hey Leute, frohes Neues, wie geht's? Hoffentlich besser als mir, oder? Nein, immer allen gut, ne? Es gibt ja gar kein mir geht's schlecht mehr, das traut sich eh keiner zu sagen, oder? Wer weiß, vielleicht denkt man dann ja negativ und dann wird das alles negativ. Nein, man darf ja auch ruhig mal sich nicht gut fühlen. Ganz normal. Jedenfalls denke ich mal, dass unser ganzes Problem ganz leicht zusammenzufassen ist. Und zwar zuallererst haben wir Probleme, weil wir zu viele Kriminelle haben. Diese ganzen Kriminellen haben wir deswegen, weil Menschen zu gierig sind und weil wir so hohe Kriegskosten haben eigentlich. Weil es wird sich sozial nicht viel um die Menschen gekümmert und die Leute haben nicht die Gelegenheit für genug Liebe für ihre Kinder zum Teil. Und das ganze Geld, was wir brauchen für Bildung oder für andere Sachen oder was wir eben für das Grundeinkommen oder für Flüchtlinge, die hier in einer Notlage ankommen, ausgeben könnten, geht alles drauf für irgendwelche Kriege und Waffen und so weiter. Und halt auch so viel Zeit, die wir eigentlich hätten, um was Gutes zu erschaffen in dieser Welt, geht dafür drauf. Und deswegen befinden wir uns in einem ständigen Geschwurbel, das immer wieder dazu führt, dass halt solche Scheiße passiert wie in Köln und in Hamburg. Ja? Ich meine, die Leute sind ja nicht zu uns gekommen, weil es denen da drüben gut geht. Würde es denen da drüben gut gehen, wären sie wahrscheinlich dort geblieben, oder? Würdet ihr Deutschland verlassen, wenn es euch hier gut geht? Oder würdet ihr Deutschland verlassen, wenn es euch hier nicht gut geht? Es sei denn, ihr fahrt mal in Urlaub. Aber selbst in Urlaub fahren tut man seltener, wenn es einem gefällt, wo man ist und wenn es einem dort gut geht. So, dann denke ich mal, eigentlich haben wir uns das selber zuzuschreiben, dass es so ist. Und vor allen Dingen ist auch jeder für sich selbst verantwortlich. Und ich würde sagen, das Problem ist, dass die Frauen, die da jetzt irgendwie vergewaltigt worden sind, dass die auch einfach nicht gut auf sich aufgepasst haben irgendwo. Das heißt, es war jetzt ja schon seit einem halben Jahr ziemlich klar, dass hier eine ganze Menge Leute rumlaufen, die hier normalerweise nicht rumlaufen, die vielleicht auch nicht mit unseren Begebenheiten zurechtkommen und vielleicht sogar frustriert sind und den Frust irgendwo rauslassen, ne? Und dass es sogar auch Menschen gibt, die hier ganz mutwillig Dinge zerstören wollen, inklusive auch von Frauen, ja? Ne? Oder die vielleicht sogar Satanisten sind und das auf ihrer Agenda haben. Mindestens 10 Frauen dieses Jahr vergewaltigen oder sowas. Ne? Gibt's auch. Gibt's alles. Ne? Und das sollte man sich einfach bewusst halten. Das heißt ja nicht, dass man jetzt denken muss, oh, die ganze Welt ist schlecht, alles ist scheiße, ich gehe nie wieder raus. Sondern man nimmt sich einen kurzen Dolch mit, der kürzer ist als die Handfläche, den man immer griffbereit hat. Man nimmt sich Pfefferspray mit. Und man lernt Kampfsport und dann kann man im Notfall, wenn so ein Arschloch kommt, dem in die Fresse hauen, dem Pfefferspray ins Gesicht sprühen und ihm in die Eier treten. Und wenn er dann immer noch versucht weiterzumachen oder einen versucht umzubringen, dann rammt man ihm eben diesen Dolch in die Brust oder schneidet ihm damit die scheiß verkackte Kehle durch. Ist Notwehr, darf man machen. Tut es. Ja? Es sind Arschlöcher. Sie haben es nicht besser verdient. Natürlich ist Mord die letzte Lösung. Und dann ist es auch nur Notwehr. Hm? So. Natürlich tut es mir sehr leid, dass diese Frauen geschädigt worden sind. Aber ich kann jetzt ewig auf die Tränendrüse drücken und dabei vergessen, was eigentlich jetzt Sache ist. Es ist einfach mal Fakt, dass jetzt im Moment gerade Menschen hier in diesem Land sind, die Arschlöcher sind. Es ist auch Fakt, dass wir gerade in einer weltweiten Kriegssituation
Staat gegen Volk uns befinden. Und es ist auch Fakt, dass wir jetzt endlich mal aufhören müssen, so zu tun, als wäre alles rosa Plüsch. Natürlich sollte man positiv denken. Das ist auch äußerst wichtig, positiv zu denken, weil man mit negativen Gedanken und Sorgen sich selber auch nur ins Bein schießt. Aber es bringt auch nichts, wenn man die ganze Zeit verleugnet, dass irgendwas nicht läuft, ja, sondern man sollte sich auch versuchen, darum zu kümmern, dass es wieder läuft. Wenn zum Beispiel mein Computer nicht funktioniert, dann muss ich auch hingehen und irgendetwas machen, damit das wieder läuft. Ja. Ja. Und ich finde, man sollte das alles gar nicht so negativ betrachten. Denn jetzt, denke ich mal, sind alle vorgewarnt. Wer jetzt noch nicht vorgewarnt ist, der, weiß ich nicht, der ist Einsiedler. Und kommt aber vielleicht sowieso dann auch damit zurecht, weil er einfach ein Überlebenskünstler ist. Okay? Alle anderen sind jetzt vorgewarnt. Frauen können Selbstverteidigungen machen und so weiter. Aber was jetzt am wichtigsten ist, ist, glaube ich, dass wir das, was wir jetzt hier haben, nicht als Strafe sehen, sondern positiv denken. Es ist vielleicht schlechtes Karma, das bei uns jetzt ankommt, in Form von Flüchtlingen und Arschlöchern und sonstigen. Ja, aber wir haben auch die Möglichkeit, dadurch einen Schritt weiter zu kommen. Wir können das wirtschaftlich nutzen, wir können mit denen zusammenarbeiten, wir können Neues lernen über neue Kulturen. Ja, und es sind ganz verschiedene Kulturen. Es ist nicht nur Islam, der hierher kommt. Es sind auch Afrikaner, es sind auch ganz andere Menschen. Es sind so viele verschiedene Menschen und das ist gut und nicht schlecht. Und die latenten Rassisten, die jetzt aus den Löchern gekrochen kommen, sind eigentlich die armseligsten Schweine ever, weil die einfach nur aus der Notlage, die wir gerade in diesem Land haben, noch mehr Profit für ihren Hass und ihre Dummheit schöpfen wollen. Und das ist ja wohl das Allerniederste, was ich jemals gesehen habe. Natürlich ist es wichtig, sein eigenes Volk zu beschützen. Ich habe selbst blaue Augen und bin von beiden Seiten deutsch. Und nicht jüdisch, christlich. Aber könnt ihr mich nicht mal am Arsch lecken? Ich bin sogar gerne zurückbesonnen auf meine germanischen Wurzeln. Ich finde Germania gar nicht so schlecht. Aber, wohlgemerkt, ist das Vergangenheit. Wir leben jetzt in einer Welt, die aus ganz vielen verschiedenen Aspekten besteht. Und wir müssen verstehen, dass wir in dieser Welt als eine Einheit leben. Ja. Und dass wir hier eben nicht getrennt von allen anderen Menschen sind. Und wir werden es auch niemals schaffen, alles so perfekt zuzumachen. Und wenn ihr so bekloppt seid und ihr denkt, ihr müsst jetzt so eine Mauer um Deutschland bauen, wie die früher um die DDR war, dann gehört ihr in die Anstalt und nichts anderes. Okay? So, das mal zum einen. Zum anderen bringt uns dieses ganze negative Denken überhaupt nichts. Geht einfach auf die Leute zu, auch wenn ihr Angst habt, und sprecht mit denen. Und wenn die euch dann angreifen, könnt ihr euch immer noch wehren. Oder weglaufen. Okay? Und nur weil ihr mit allen schlechte Erfahrungen macht, dann heißt das nicht, dass ihr mit allen schlechten Erfahrungen macht. Ich wurde zum Beispiel schon von etlichen Deutschen auch zusammengeschlagen. Ich habe schon so oft erlebt, dass irgendwelche Nazis irgendwo ausgerastet sind. Es gibt genauso viel Grund, vor Rassisten und Rechtsradikalen und Deutschen und vor Besoffenen und vor was weiß ich für Leuten Angst zu haben, die sonst irgendwo rumrennen, wie vor Ausländern. Dir kann immer was passieren, egal wann du irgendwo hingehst. Es ist scheißegal, im Prinzip. Okay? Es kommt darauf an, ob Gott dich schützt. Das ist ein wichtiger Aspekt. Man kann jeden Tag dafür beten, von Gott geschützt zu sein. So, wir können jetzt natürlich uns dazu entscheiden, für immer in ewiger Angst zu leben, nie wieder vor die Tür gehen, alle Ausländer hassen, nur noch Heil Hitler schreien und dabei zugucken, wie die Welt um uns herum zugrunde geht. Oder wir
fangen an und tun was anderes. Ne? Was anderes? Was anderes? Wie wäre es, wenn wir was ändern? Da hat schon mal jemand drüber nachgedacht. Nein, nein, es muss alles so bleiben wie bisher. Für immer. Es bringt nichts. Wir müssen etwas ändern. Wir müssen uns selbst ändern. Und wir können auch andere ändern, wenn wir uns selbst geändert haben. Also, zuallererst beten, meditieren, mit sich selbst ins Reine kommen. Deswegen habe ich auch diesen wunderbaren Advents-Meditationskalender gemacht, den keiner gucken wollte. Aber es ist mir auch völlig egal. Ich mache meinen Kram weiter. Und ich wünsche euch ein wunderbares neues Jahr. Das ist nämlich euer Jahr. Ihr könnt machen damit, was ihr wollt. Geschenkt. Und deswegen lasst euch nicht unterkriegen und macht das allerbeste draus, was ihr machen könnt. You are.